Willkommen zu einem neuen Pferdekauf-Video. Ja, Candy Crush ist ja jetzt Level 10 und die Kleine wird jetzt ja gleich einziehen. Und mal sehen. Ach, das sind, genau, Login. Ich muss mich kurz anmelden. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Und wenn Candy dann ja bei Star Stable ist, würde ich sagen, gehen wir gleich mal zum Friseur. Also, bis gleich. So, ich bin jetzt eingeloggt. Und ja, dieses Pferd kostet 350 Starcoins, wie alle anderen Ponys auch, die Startponys, die neuen. Und ja, wir haben 12.047. Also, ja, würde ich sagen, kaufen. Ja, bist du sicher, dass du dieses Pferd kaufen möchtest? Es wird dich 350 Star Coins kosten. Ja, darüber bin ich mir im Klaren. So, und du kannst dein Pferd jetzt in Star Stable Online reiten. Das Pferd befindet sich entweder in deinem Stall oder auf der Weide. Okay, ich würde sagen, hier lasse ich sie dann erstmal nochmal auf der Weide stehen. Und ja, wir sehen uns dann gleich mit ihr beim Friseur wieder. Bis gleich! So, wir sind beim Friseur angekommen und die Kleine ist doch einfach super niedlich. Ja, Standardmähne definitiv top. Steht ihr ja. Wir haben sie ja schon in der App ausgiebig betrachten können. So, jetzt nimm mal bitte deinen Kopf hoch, Kleine. Wir haben hier die kurze Mähne, die wir uns auch gleich anschauen können. So, wirkt ganz schön verfressen. Wirkt frech, finde ich. Steht ja auf jeden Fall auch. Ja, es ist verlockend, ne? Wenn da unten so viel rumliegt, was man knabbern kann. Haben sie es ein bisschen übertrieben. Mit den Animationen, dass sie immer wieder... Ich möchte gerne auch mal dein Gesichtchen sehen. Ah ja, ganz kurz. Haben wir die Chance. Wirkt auf jeden Fall sehr süß. So, der Schweif ist auch okay. Dann die Zöpfchen. Oh ja, da kommt ihre Blässe richtig schön zur Geltung. Sieht vielleicht doch ein bisschen mehr nach Hengstern aus, aha. Ich find's schick. Hm, die Standardmähne ist auch schön, aber so Zöpfchen... Wollte ich ja beim Pony auch gerne schon mal länger haben. So ein Dressurpony. Der Schweif ist dafür auch okay. Hm, bist du unser Dressurpony? Steht ja auf jeden Fall. So, dann haben wir noch die mittellange Mähne. Hm. Da finde ich die Standardmähne schöner, muss ich ehrlich sagen. Gut, das, was mir hier besser gefällt, ist, dass sie einseitig liegt. Ja, der Schopf ist aber okay. Der Schweif ist, soweit ich das jetzt sehe, auch okay. Ja, könnten ein paar Strähnchen mehr drin sein, aber kann man mitleben. Komm nochmal ganz kurz hoch. Nein. Doch, aber gut, backt ein bisschen durchs Pony durch, ne? Ja. Schade. Gut. Und dann die lange Mähne. Ja. Sieht auch nicht schlecht aus. Ja, und passend, wenn der Schopf kommt. Ist das Pony weg? Nö, sieht aber süß aus. Auf jeden Fall. Und ja, der Schweif hätte auch wieder ein paar Strähnchen mehr sein können, aber wir haben schon viel Schlimmeres gesehen, muss ich sagen. Von daher ist das auch nicht verkehrt. Aber ich bin bei ihr, entweder bleibt sie bei ihrem Standard Aussehen, was Mähne und Schweif angeht, oder Zöpfchen. Wäre so mein Favorit. Eins von den beiden. Ich würde sagen, wir lassen sie erst einmal so und sehen uns dann gleich mal auf dem Reitplatz wieder. Also, bis gleich!
So, wir sind jetzt beim Reitplatz angekommen und Candy nutzt die Chance gleich mal wieder zum Futtern. Und ja, da steht der kleine Concorde noch hinten. Ich finde ihn so süß. Gut, aber um ihn geht's jetzt nicht. Wir schauen uns jetzt erstmal Candy an. Im Schritt. Sehr. Ja, sieht süß aus. Passt. Habe ich nichts dran auszusetzen. Dann der Trab. Sehr fluffig. Ja, auch sehr süß auf jeden Fall der leichte Galopp. Sieht auch nicht schlecht aus. Da habe ich jetzt auch nichts dran auszusetzen, muss ich sagen. Dann werden wir mal etwas schneller. Ja, da weht jetzt der Schopf sehr schön im Wind. Momentan fällt mir persönlich nichts auf. Der schnelle Galopp. Weiß nicht, Hinterhand vielleicht ein bisschen. Aber ich finde es süß. Sehr gut. Sehr gut gemacht bis jetzt. Also finde ich schön. So, dann machen wir einen Sprung aus dem schnellen Galopp. Ja. Da kann sie ordentlich hochspringen hier. Okay, dann mal ein bisschen langsamer wieder. Ah, ach, sie reißt das Maul auf beim Springen. Gucken wir mal, macht sie das vielleicht im Galopp auch? Nee, sah das jetzt für mich nur so aus, oder? Nee, das Mäulchen geht auf. Habe ich noch nie so einen Unterschied gesehen. Ich habe mir das auch sonst nie angeguckt. Mal aus dem schnellen Galopp, mittlerer Galopp und leichter beim schnellen nicht. Was macht sie nur hier? Und hier wieder nicht. Okay. Dann stoppen wir. Oh, das ist aber eine harte Bremsung. Boah. Aber wehrt sich nicht gegen den Zügel. Aber ja, stemmt sofort die Beine in den Boden. Okay. Dann steigen. Das ist auf jeden Fall süß gemacht. Aber wir gucken. Ja, aber das, also vom Pferd her finde ich es ganz süß. Herr Reiter, nimmt vielleicht den Kopf ein bisschen zu weit nach vorne. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, was wir hier machen. Aber wir versuchen uns halt krampfhaft irgendwie nach vorne zu halten, damit wir nicht runterfallen. So. So. Rückwärtsgang. Ja, das sieht so aus. Sie guckt ein bisschen nach hinten, ne? Sie guckt ein bisschen. Aber alles noch absolut in Ordnung. Gut, wir hatten Springen, wir hatten Steigen, wir hatten den Stopp. Was brauchen wir noch? Führen. Führen müssten wir bei dir nochmal schauen. Dazu brauchen wir aber erstmal das Interface wieder. Dann machen wir es wieder aus und jetzt gucken wir mal. Ja, inzwischen ist. Ruckt manchmal ein bisschen. Hab nur ich das, oder? Aber so vom Gang her, vom Pferd, also so vom Pony, sieht das gut aus. Ja, ist halt ein bisschen merkwürdig, dass wir da so vorweggehen, aber okay. Ist halt so. Gummizügel gibt es nicht mehr, die irgendwann reißen. Okay. Ich würde sagen. Dann gibt es jetzt erstmal das Ganze ohne Ausrüstung. Führen geht dann natürlich nicht, aber so. Im Schritt.
habe. Das sieht auch alles noch ziemlich gut aus. Sehr locker. Ich finde, sie sieht sehr, sehr dynamisch. Hat sehr viel Power dabei. So, der leichte Galopp. Sieht auch noch gut aus. Und jetzt sind wir ein bisschen schneller. Jetzt nimmt die Hand nach vorne, um sich ein bisschen zu stützen. Geht aber. Der schnelle Galopp. Sieht gut aus. Und stoppen. Das sieht locker aus, muss ich ja mal sagen. Was einen schnellen Galopp und stopp. Klar, Pony drückt die Beine in den Boden, stemmt die Beine in den Boden, aber der Reiter, das sieht gut aus. So. Dann das Steigen. Geht auch. Ja. Nichts weiter. Dann das rückwärts richten müssen wir ja noch. Ja. Und springen. Da geht das Mäulchen wieder auf. Aber vom Reiter her sieht das okay aus, auch ohne Sattel. Ja, fällt so ein kleines bisschen nach vorne, aber geht. Also da haben wir schon ganz andere Sachen gesehen. Oh, hier zum Beispiel. Da geht es doch ziemlich weit nach vorne neben den Hals. Ich hoffe neben den Hals. Sonst hauen wir unseren Kopf, mal unseren Pony, immer schön gegen den Hals. Das muss ja nicht sein. Okay, also hier springen nur mit Sattel und Trense. Und Decke natürlich. Gut, ich würde sagen, Wildpferd-Modus, Interface aus und die Kleine einfach nochmal so betrachten. Und das ist immer noch mein Lieblingsmodus. Und da sehen die Pferde meistens noch am allerbesten aus. Einfach so, wie sie ja, gemacht worden sind. Und der schnellste Galopp. Und anhalten. Ja. Da steigt sie. Oh. Im Busch. Oh, das war jetzt nicht ganz so gut. Das versuchen wir jetzt noch einmal und dann. So. Gehen wir noch mal ein paar Schritte rückwärts. Ja, so ein bisschen den Hals nach links geneigt. Okay, dann. Springen. Ich weiß nicht, es sieht so aus, als wenn es ihr nicht so gut gefällt, ne? Wenn sie das Mäulchen so aufmacht und schnellste Galopp. Okay. Gut. Ja, dann haben wir die gute Candy jetzt auch im Spiel gesehen.
Ich finde sie sehr, sehr süß. Mir gefallen die Yorkshire Startponys, die neuen. Ich bin mal gespannt, ob jetzt bald noch mal neue Farben kommen. Und ja, wie es so ist mit ihr zu leveln, wie sie sich so in den Rennen schlägt. Also rein optisch und von den Gangarten finde ich sie sehr, sehr cool. Sehr gut geworden und ja, ich freue mich darauf, mit ihr zu leveln. Ja, und die kleine Verfressene darf auch öfter mal was bekommen. Wollen wir ihr noch was geben? Haben wir was dabei? Ich habe nur Heu dabei. Na gut, dann gucke ich mal, dass ich noch mal ein Möhrchen oder ein Äpfelchen hole. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann ja hoffentlich bald bei weiterführenden Quests mit ihr wieder. Und ja, was sagt ihr denn zu den Startponys, zu den neuen Jorvikschen Ponys? War da schon eins für euch dabei oder sagt ihr, nee, Farben gefallen mir nicht oder Modell, Pony, auch wenn sie jetzt schnell sind, wie die großen Pferde, also man kann sie jetzt überall einsetzen, ist nicht meins. Kann ja alles sein. Ja, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Also, bis dann. Tschüss.